Einer von uns sollte eine Runde drehen. Hast recht. Na los, schieb ab. Entzückend. Ich würde dir gern helfen, aber von der Sonne kriege ich Sommersprossen. Dann nimm doch Sunblocker. Davon kriege ich auch Sommersprossen. Jammerlappen. Wie hast du es nur zum Schergen gebracht? Hier, das muss es sein. Wie gehen wir jetzt vor? Bist du nicht an der Reihe, dir etwas auszudenken? Ich dachte, du wärst dran. Gut, dann gehen wir genauso vor wie immer. Blind links hinein? Ich ziehe den Ausdruck improvisieren vor. Das sieht nicht wie ein richtiger Eingang aus. Susarrow hat einen Tunnel in den Tempel graben lassen. Er wird bewacht. Auf direktem Weg geht wieder mal nichts. Wir sollten die Gegend auskundschaften. Super Idee. Hast du den Mantel der Unsichtbarkeit mitgebracht? Mist. Hab ihn im Sack des Vergessens gelassen. Nico! Hey, hast du was gehört? Oh Gott. Nö. Ich hätte schwören können. Geh und guck nach. Ich? Wieso ich? Du hast doch hier die ausufernde Fantasie. Wer von uns beiden sieht grausiger aus? Aber ich krieg Sommersprossen. Schon vergessen? Na gut, ich geh ja schon. Na fein, jetzt macht der Wächter die Runde. Okay, der läuft da. Also, gehen wir in die andere Richtung? Ich bin mir nicht sicher. Da ist der Hubschrauber, aber der ist jetzt nutzlos. Ehrlich gesagt, gibt es dann da kein Versteck? Na schön. Können wir uns da hinter diesen Steinblöcken ducken? Warte. Ich glaube, wir hätten gerade, wo der weg war. Ich glaube, wir können jetzt. Bevor der umdreht. Oh. Dahinter, ne? Ah. Diesmal spielt die Kamera mal mit. Ich finde das auch schön, dass die Kamera so kooperativ ist und uns in Übersicht einen Vogelperspektiven. Meinst du, wir warten, bis der Hund auch weg ist? Der Hund ist, glaube ich, gefährlicher als der Typ. Meinst du, das reicht als Versteck? Wir können da hinter diese Steinplatte gehen. Los, Hundi. Jetzt können wir da hinten hin. Der Hund. Okay, dann jetzt. Und jetzt rennen? Ja. Hier rein? Nein. Nein. Mann, das sah so aus wie... Verdammt! Wieso bleibt er denn auch noch stehen? Na, dieser dumme Tunnel. Wäre der nicht gewesen, wäre ja, die ruhig. Kamera wieder. Diesmal hat die uns echt genutzt. Erst hilft die uns und dann... Und dann verarscht die Kamera uns. Keine Geduld hier. Warte. Jetzt? Jo. Und dann einfach durch. Und geschafft. Na gut. Das hat Spaß gemacht. Und wie? Übrigens, ich soll dir von den Wächtern einen schönen Dank fürs Aufwecken ausrichten. Ach ja? Keine Ursache. Ist das ein Tunnel? Oh ja, gute Augen. Es war ein freigelegter Teil der Mauer. Darunter waren Steinblöcke zu sehen. Was ist das? Wo? Da. Die Inschrift auf dem Stein. Sie hatte recht. Auf einem der Steine war etwas schwach Erkennbares eingraviert. Sieh dir mal die Symbole an. Das Nildelta, das Alpha und das Omega. Wir sind auf der richtigen Spur. Mit bloßen Händen konnte ich die Blöcke nicht bewegen. Gewalt? Sollen wir doch wir haben doch noch den Hebel, oder? Ja, deswegen ja. Wagenheber. Wo ist er denn? Hui. Irgendwie habe ich erwartet, graben zu müssen, um hier reinzukommen. Eisenstange 2.0. George, sieh mal. Oh, wie das dass die Blöcke aufging. In Wirklichkeit eine Tür waren, hätte ich nie gedacht. Dies war das Endspiel.
Als wir den Tunnel betraten, fragte ich mich, was uns wohl drinnen erwartete. Oh nein. Oh mein Gott, dieses Grinsen. Sag mir, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Aber Nico, sie ist... Sag es einfach. Hey, ein Glück, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Sonst wären wir für immer hier eingekerkert. Danke, George. Übrigens, hast du die Taschenlampe? Die Taschenlampe? Ich dachte, du hast sie. Nein, ich gab sie dir im Flugzeug. Und ich gab sie dir im Wagen zurück. Aber beim Fußmarsch gab ich sie dir wieder. Nico. Du hast recht. Wir müssen uns eben vorwärts tasten. Nanu, was ist das? Fühlt sich gut an. George? Entschuldigung. Mon Dieu, was für eine Versammlung. War wohl eine tolle Party. Hier drin stirbt sich's anscheinend schnell. Mach dir keine Sorgen, jedenfalls jetzt noch nicht. Warte noch 5 Minuten. Wie sollen wir wieder rauskommen? Wir schaffen das schon. Hey, habe ich dir je die Geschichte von Syrien erzählt, wo ich... Hast du, mehrmals und ausführlich. Wo ist der plötzlich hergekommen? Ich bin Anubis, der Hüter des Tempels. Anubis? Das war doch der Gott der Unterwelt. Schau dir das Dekor an. Sieht mir sehr nach Unterwelt aus. Wer hierher kommt, sucht nach Macht. Eine Art antikes Hologramm. Aber Macht wird nur jenen verliehen, die die Autorität besitzen, mit ihr umzugehen. Und die Weisheit, die Bürde zu tragen. Er hat eine fette Axt. Ihr müsst 2 Prüfungen bestehen, um euren Wert zu beweisen. In dieser Kammer müsst ihr beweisen, dass ihr die Autorität besitzt, vorwärts zu schreiten. Und wenn wir es nicht können? Es ist eine Aufzeichnung, George. Ja, ich weiß. Ich wollte das Gespräch nur etwas auflockern. Ich glaube, du hast ihn verscheucht. Komisch, dass er Englisch sprach. Englisch? Aber er sprach doch perfekt Französisch. Ich glaube, da können wir 3 Schlüsselsteine platzieren. Ja. Speichern wir erstmal. Du möchtest speichern? Ja, ich möchte nicht gebreitaxtet werden. Na gut, dann speichern wir mal. So, also setzen wir unsere Steinchen da ein, ne? Eine Autorität. Versuch mal's, Psi. Ich legte den Stein mit dem Nildelta-Symbol hinein. Ja, der passt hier hin. Okay. Ich legte das Stück Obsidian mit dem Omega-Symbol hinein. Gut, genau da gehört es hin. Ich schob den Alpha-Stein hinein. Er rastete mit einem satten Klick ein. Okay, das war eine recht einfache. Hey Nico, wir haben eine Glückssträhne. Ein Glück, dass wir die Autoritätssymbole hatten. Vermutlich trugen sie die Tempelpriester ständig bei sich, als die Pharaonen hier zugange waren. Kein Wunder, dass die Leute sie für Götter hielten. Die Prüfung war fast zu einfach gewesen. Mir graute vor dem, was noch kommen mochte. Die Weisheitsprüfung. Oh, das hört sich an wie unser Laser. Wir fanden uns in einer anderen Kammer wieder. Jo. Sie sah aus wie eines dieser Rätsel, mit denen Psychologen kleine Kinder nerven. Nur größer. Wie wär's mit einer Partie? Du fängst an. Angsthase. Ich wünschte, er würde das nicht tun. Ihr habt bewiesen, dass ihr genügend Autorität besitzt, um bis hierher zu gelangen. Um den Weg fortzusetzen, müsst ihr beweisen, dass ihr auch Weisheit besitzt. Na dann, gute Nacht. Psst, hör zu! Hört die Sage von Horus, dem Hüter des Gesetzes. Einst wanderte Horus durch das Land der Menschen.
Am Ufer des Nils entdeckte er einen Mann der Stadtwache, der einen Mörder in Gewahrsam hatte. Sowie einen furchtsamen Fahrzeugen und den Bruder des Toten, der die Anklage erhob. Der Wächter wollte den Kriminellen, den Zeugen und den Bruder des Opfers zum Gerichtsgebäude an das andere Ufer bringen. Hier gibt es keinen Fährmann, sprach der Wächter zu Horus. Wie soll ich diese Männer dem Gericht übergeben? Horus antwortete, ich trage sie hinüber. Doch es sind drei Männer, mächtiger Horus, sprach der Wächter. Der Bruder des Toten ist so zornig, dass er den Angeklagten bestimmt tötet, wenn er mit ihm allein bleibt. Und wenn der Täter auch nur einen Augenblick mit dem Zeugen allein bleibt, dann wird er ihm so viel Angst einjagen, dass das Gerichtsverfahren scheitert. Darauf vertraute der Wächter alles Weitere der Weisheit des Horus an und ging. Horus überlegte eine Weile. Dann trug er die drei ihm Anvertrauten über den Fluss. Siebenmal überquerte er selbst den Fluss. Hin und her ging er und trug sie alle hinüber. Doch weder blieben Mörder und Fahrzeuge auch nur ein einziges Mal allein, ohne dass Horus sie bewachte. Noch überließ Horus den Bruder und den Mörder jemals sich selbst. Der Zeuge sagte furchtlos und ehrlich aus, und die Gerechtigkeit nahm ihren Lauf. Solcher Art war die Weisheit des Horus. In eurer Prüfung müsst auch ihr solche Weisheit beweisen. Ihr kennt meine Sage. Nun lebt sie nach, Schritt für Schritt. Wenn ihr scheitert, gibt es kein Weiterkommen. Doch merkt euch, Gleißnerei, Unredlichkeit und Missetat sind euch versagt. Was hat er gesagt? Der Typ ist bestimmt Anwalt. Das bedeutet nicht mogeln. Und werden mit dem Tod gehandelt. Oder durch einen Richter. Auch der Gefährte des Missetäters wird von hier verbannt und darf niemals wiederkehren. Na, ja. Sehen, 7 Schritte. Also kann ich schon mal aufbrühen. Ja, vielleicht. Okay, das ist der Bruder, Zeuge, Killer. Killer und Zeuge dürfen nicht alleine sein. Also müsste eigentlich der Bruder zuerst rüber. Oder? Was war eigentlich mit dem Zeugen? Ach ja, dann macht er dem Angst, ne? Und wir dürfen den Killer nicht alleine lassen, ja? Nicht? Weil er wegrennt. Stimmt auch wieder. Das ist eine interessante Sache. Siebenmal drüber. Ja, aber der Mörder muss zuerst drüber. Und ist dann alleine? Wie viele Leute können wir gleichzeitig? Ja, aber pass auf, der Bruder darf nicht alleine sein mit dem Mörder. Und der Zeuge darf nicht alleine sein mit dem Mörder? Genau. Also muss der Mörder rüber. Ich glaube, der Mörder muss als letztes rüber. Ja, aber wenn der Mörder drüben ist, sind die beiden... Ah. Du hast recht. Ich glaube, Horus hat 2 Hände. Aber nein, wenn wir 2 Leute transportieren, sind wir in 2 Zügen durch und haben es geschafft. Und das wäre dann Schummeln und würde mit dem Tod geahndet. Mick, der Killer muss weg. Sollen wir es mal versuchen? Haben wir gespeichert. Erst nochmal Tafel. Okay. Was macht die Tafel? Oh. Ich glaube... Wir sollten lieber nicht speichern. Nein!
Nein, du hast den Bruder des Opfers mit dem Tatverdächtigen allein gelassen. Er wird ihn erwürgen. Eigentlich haben wir alle drei da gelassen. Also muss einer von denen rüber. Also speichern wir es erstmal nicht. Ich glaube, wir können gar nicht mehr speichern. Besser ist das. Wie gesagt, jetzt können wir ja versuchen, einfach den Mörder rüber. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Aber den lassen wir dann alleine. Macht nichts. Aber dann ist er im Gerichtsgebäude, vielleicht hilft das. Die erste Flussüberquerung. Okay. Jetzt soll er wieder rüber? Jetzt haben wir die Wahl zwischen ungünstig und ungünstig, nicht wahr? Aber... Kann der den Mörder denn wieder mitnehmen? Ja. Okay. Aber es wäre eine Null-Operation. Dein Ernst? Ja. Also gehen wir jetzt einfach mal zurück. Gehen wir mal rüber, ja. Die zweite Flussüberquerung. Den Bruder? Okay. Horus soll bitte den Bruder nehmen. Dann müssten wir den... Mörder wieder mitnehmen. Jo. Die dritte Flussüberquerung. Weil Mörder genau, wieder den mit. Den Killer können wir nicht alleine lassen. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Okay, das klappt doch. Und dann können wir einen Zeugen mitnehmen, ne? Jo. Die vierte Flussüberquerung. Und komm bei 7 an. Zeuge. Jo. Da. Horus, nimm bitte den Zeugen. Und... Na, siehst du, es recht einfach. Die fünfte Flussüberquerung. Also nichts mehr. Mörder mitnehmen. Fertig. Jo. Siehst du, hatte ich doch recht. Du. Alles klar. Ich dachte, man könnte mich alleine lassen. Dann hätten wir keinen mitnehmen können. Das ja, stimmt. Horus soll bitte den Mörder nehmen. Überqueren bei 7 den Fluss und stellen alle drei da ab. Ja. Du hast es geschafft. Weißt du, was dachtest warum? Du denn? Ja. Weil ich immer diese Schaf- und Wolf- und Hirte-Fluss-Dinger hatte. Deswegen. Okay. Boah, das erinnert mich daran. Nein, lieber nicht dran erinnern. Dann können wir weiter. Wir haben es geschafft. Da vorn schimmert etwas. Möglicherweise ist es soweit. Was passiert, wenn wir scheitern? Na komm, George. Es geht nur um die Zukunft des Planeten. Stimmt. Keine große Sache. Ach, kein Druck. Nein.